Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ich freue mich wahnsinnig, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, heute ein kleines Software-Video wieder mal, denn ich bin gefragt worden, wie man denn solche mystischen Bilder hinbekommt. Also von diesem Foto quasi gesagt auf dieses Foto. Ja, das wollen wir uns heute mal anschauen, wie man da hinkommt oder wie ich das jedenfalls mache. Ich liebe ja diesen märchenhaften Effekt, ja, den man hier eigentlich gar nicht sieht. Das ist also die RAW-Aufnahme, die ich mit der Kamera geschossen habe. Und das hier ist das entwickelte Bild. Und das schauen wir uns heute mal an. Und da freue ich mich natürlich, dass ihr da mit an Bord seid. So, wir befinden uns wieder hier auf meinem Desktop und ich verwende für die Bildentwicklung Lightroom und Luminar und für die Rahmensetzung nehme ich gerne Photoshop, weil das kann ich alles aus Lightroom heraus akquirieren und das finde ich eigentlich sehr, sehr gut und ich würde sagen, wir starten ganz einfach mit der normalen Bildbearbeitung. Ja, das linke Bild, so soll es im Endeffekt aussehen und das RAW-Bild, das entwickeln wir jetzt einfach mal so. Ich verwende keine Presets, also das mache ich nicht, sondern ich mache das immer Step by Step, also ich entwickle jedes Foto natürlich einzeln, also ich lege da keine Presets drüber. So, ich würde sagen, wir starten, wir gehen einfach auf den Entwicklungsmodus und das erste, was ich immer generell mache, ich gehe in die Grundeinstellung rein und dann gehe ich immer gerne auf Automatik und dann gucken wir mal, was Lightroom hier zaubert. Ja, das ist gar nicht so schlecht erst im ersten Blick. Ja, ihr seht, die Regeln sind hier geändert worden. Ich werde hier ein bisschen eingreifen, was wir hier schon im Bild sehen. Hier unten haben wir natürlich helle Flecken, hier haben wir helle Flecken, hier haben wir helle Flecken. Ich will mal den Clipping hier anmachen, aber es ist noch nicht ausgebrannt. Bei Schwarz haben wir hier auf der Seite ein bisschen, ja, ein bisschen dunkel. Das interessiert mich aber ehrlich gesagt überhaupt nicht. Wichtig ist, dass diese hellen Partien hier nicht ausgebrannt sind. Hier sehe ich zwei kleine oder drei kleine rote Punkte. Das ist ausgebrannt. Hier sind keine Farbinformationen, aber auch das kann man hier eigentlich vermeiden. Und fotografiert habe ich das mit einem Telezoom 18 bis 200 mm. Ist ein Reisezoom-Objektiv von Nikon. Und das habe ich auch in einer manuell eingestellt. Also gibt es auch ein Video drüber. Einfach meine Playlist reingucken, wie ich das fotografiert habe, wo ich unterwegs bin. So, ich blende euch aber auch oben nochmal hier ein, was das für ein Video ist, damit ihr da direkt drauf kommen könnt. So, machen wir das Clipping wieder aus. Das erste, was ich jetzt mache, ist, mir gefällt die Farbgestaltung. Also mir ist es sehr, sehr grünlassig, obwohl das eigentlich sehr gut aussieht. Aber ich hätte es gerne ein bisschen wärmer gezogen. Und dann gehen wir mal hier rein. Ja, also ich ändere den Weißabgleich, also ziemlich weit hier rüber, dass ich hier eine schöne, warme Farbe bekomme. So, und dann gehen wir mit den Lichtern mal ein bisschen mal darunter. Und wir gucken mal, ob ich die Belichtung auch ein bisschen runternehme. Ne, ihr seht also, dann geht das hier drüben viel, viel zu dunkel. Das passt also nicht. Also muss ich die Belichtung wieder anheben. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Variante 1 ist, wir gehen jetzt erst in die Maskierung hier rein, wenn wir eh schon hier drin sind. Und hier können wir dann mit einem Pinsel arbeiten oder mit einem Radialfilter. Mal gucken, was wir jetzt nehmen. Wir können auch einen linearen Verlauf mal nehmen, weil die ganze rechte Seite ist eigentlich ein bisschen so ziemlich hell. Und dann ziehen wir den einfach mal hier rüber. Ja, ich würde schon sagen so, dass ich nicht zu weit rüber ankomme. Das machen wir erstmal die Lichter ein bisschen runter. Vielleicht auch die Belichtung ein bisschen. Ja, ich würde sagen so. Ich denke, wir müssen dann mit dem Pinsel doch ein bisschen reingehen. Hier werde ich auch noch ein bisschen die Farbe anpassen, also auch ein bisschen grün wegnehmen
Und dann nehmen wir nochmal einen Pinsel und dann machen wir erstmal die Hellensteine hier weg, also diese hier. Und die hier oben weg. Wir können das Bild auch beschneiden, das will ich aber nicht. Mir gefällt eigentlich der Bildausschnitt eigentlich sehr, sehr gut. Ja, aber die Helmpartien, die müssten wir jetzt hier wegnehmen. Ja, das ist natürlich auch fotografiert in der Mittagszeit. Also da stand die Sonne natürlich schon ziemlich, ziemlich hell. Und da glaube ich mal, hätte auch ein Filtersystem hier wenig genutzt, weil das eben halt sehr kontrastreicher. Ja, es ist sehr kontrastreich, wenn die Sonne da reinknallt. Und das ist natürlich schwer zu handeln. So, jetzt gehen wir hier erstmal in der Belichtung ein Stückchen runter. Und würde ich sagen, so können wir das erstmal lassen. Also ganz wegkriegen werden wir es wahrscheinlich nicht. Mal gucken, was wir hier noch ein bisschen zaubern können. Und die Lichter nehme ich hier auch nochmal ein kleines bisschen runter. Ja, das können wir wegmachen. Und dann würde ich sagen, dann nehmen wir nochmal einen Pinsel. Und werden hier unten diese Stellen auch nochmal ein bisschen runternehmen, so dass mir die Stellen hier unten nicht ganz so schlimm ausgebrannt sind. Auch das nehmen wir dann ein bisschen runter. Ja, so sieht das schon. Kommen wir schon in die richtige Richtung. Also würde sagen eher so. Ja, und so können wir das eigentlich auch stehen lassen. Ich will nochmal ein bisschen hochgehen, vielleicht mit dem Licht ein bisschen runtergehen. Und so würde ich erstmal sagen, können wir das auf jeden Fall stehen lassen. So, jetzt machen wir es erstmal zu. Und werden dann die Grundeinstellung auch schließen. Wir gehen in die Gravitationskurve rein. Mit der arbeite ich auch sehr, 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 sehr gerne. Heben also hier die Helligkeit noch ein kleines bisschen an. Ihr seht also, na, wenn ich das ganz gravierend mache, dann wird das Bild hell im Gesamtkontext. Ja. Können wir auch so stehen lassen. Hier gehen wir jetzt ein bisschen weiter runter und hier gehen wir wieder ein bisschen weiter hoch, dass wir ein bisschen mehr die Schatten herausheben. Ihr seht, es entsteht so eine kleine S-Kurve, also das ist auch ein, ja, ich will nicht sagen Wundermittel, aber die Gradationskurve, das ist eigentlich immer sowas, was ich generell bei fast jeder Bildbearbeitung wirklich nutze. So, das können wir die auch wieder zumachen. Jetzt sehen wir hier unten in den unteren Randbereich, dass es auch hier unten noch ziemlich hell ist. Da können wir aber später noch eingreifen. Wenn wir dann später einen Filter drüber legen, müssen wir erst mal gucken, wie es dann aussieht. So, dann gehen wir in den Farbmischer rein und ich erhöhe mal sehr gerne die Luminanz. Ja, die gucke ich mir gerne an. Also in den grünen Bereich können wir es auch noch mal ein bisschen anpassen. In den Gelbbereich können wir es, ja, würde ich sagen, nicht so viel. In den Orangebereich, ja, ihr seht das unten an dem Weg, ne? Würde ich sagen, in diesem Bereich reicht es. Rot, ja, können wir auch so ein kleines bisschen. Und das sollte einen schon Genüge tun. Die Sättigung im Farbton, den lasse ich erstmal so stehen. So, dann machen wir Color Grading. Das ist aber ein Bereich, das ist wieder alles Geschmackssache, wobei das Bild sowieso im Endeffekt Geschmackssache ist, muss ich auch fairerweise sagen. Also die Schatten erhöhe ich immer gerne so ein bisschen in den rötlichen Bereich, aber nicht viel. Die Mitteltöne in den gelblichen Bereich, aber auch nicht viel, dass man das hier nicht übertreibt. Und die Lichter in den blauen Bereich, ja, ziehe ich ein bisschen Blau hinzu. Und da können wir ruhig ein bisschen mehr Gas geben. Und hier die Luminanz können wir auch hier ein bisschen anpassen. Und den Abgleich, den können wir auch, ja, ihr seht das, hier wird es wieder grün. Ja? Also lassen wir das ein bisschen in den Minusbereich drüben. Und dann hat das Bild schon wieder eine ganz andere Wirkung, wie es vorher eigentlich schon gewesen ist. Die Details lasse ich aus, weil ich habe mit 100er ISO fotografiert. Also da brauchen wir gar nicht reingehen. Objektivkorrekturen, ja, sollte man vorher machen. Ich lasse sie jetzt einfach mal weg. Dann gehen wir in die Kalibrierung rein und erheben den primären Blauton ein bisschen. Da kriegen wir noch ein bisschen Knack dazu. Da müssen wir mal gucken bei der grünen Sättigung, ob ich das wegnehme. Ja, ich nehme es weg, weil wir kriegen nachher noch ein bisschen Bums rein. Und die Sättigung von Rot, ja, ich würde es auch hier ein bisschen ins Negative reinziehen. Und dann können wir das so stehen lassen. Dann setzen wir noch leicht in die Wette rein. So in etwa, ja, können wir das so stehen lassen.
und mache eine kleine weiche Kante und dann ist das okay. So, jetzt ist das Bild im ersten Moment erstmal fast entwickelt in Lightroom. Was ich jetzt mache, jetzt gebe ich das Bild aus in Luminar Neo. So, das Bild ist jetzt in Luminar Neo geöffnet. Wir gehen auf Bearbeiten und ja, diese zwei Punkte sind neu hinzugekommen. Rauschvoll und Superschärfen auch sehr, sehr gut von den was Luminar Neo hier eingebaut hat. Aber das können wir ja später mal extra machen. Also die brauchen wir jetzt definitiv auch nicht. So, das Erste, was ich jetzt mache, man muss wissen, wenn man den Verstärken-Ordner aufmacht, also Verstärken AI, dann werden die Schattentöne eigentlich mehr hervorgehoben. Ja, also ihr seht das, ja, da wird es ein kleines bisschen knackheller. Wir wollen nochmal nicht so viel machen. Ich denke mal so 10%. Das sollte eigentlich reichen. So, dann machen wir das zu. Und jetzt kommt der entscheidende Moment, was ich immer mache oder sehr häufig mache bei solchen Waldbildern. Das ist der mystische Effekt. Da gehen wir einfach mal drauf und den setze ich dann locker auf 65%. 100% ist so viel, aber so 65-60%. Ja, jetzt kriegen wir hier schon eine wunderschöne, märchenhafte Stimmung hinein. So, jetzt kann ich natürlich in diesem mystischen Effekt, in diesem Filter, kann ich natürlich auch die, den Schatten regulieren. Das heißt also, ich kann Schatten hinzunehmen oder ich nehme Schatten halt weg. Das ist jetzt Geschmackssache, wie ihr das Bild haben wollt. Ich gehe gern in diesen Bereich manchmal rein. Dann spare ich mir eigentlich eine kleine Vignette und die Klette nehme ein bisschen raus. Die Sättigung nehmen wir ein bisschen raus und die Farbtemperatur gehen wir in den Plusbereich hinein. Ja, das sollte es dann hier eigentlich schon wieder gewesen sein. Das können wir dem wieder zumachen. Und alle anderen Filter, die wir jetzt hier drin haben, die brauchen wir jetzt nicht. Wir müssen noch mit Dutch & Burn ein bisschen arbeiten. Ihr seht das hier unten. Ja, es ist ausgefressen. Hier, hier, das stimmt noch nicht ganz. Was wir jetzt aber noch machen könnten, das wäre jetzt die Farbe ein bisschen anpassen. Und zwar im Farbtonbereich, dass wir von grün ein bisschen weggehen. Ne? Also, dass wir hier in diesen Bereich reingehen. Das ist ein bisschen mehr in den gelblichen Bereich reingeht und auch gelb können wir ein bisschen, ja, ihr seht, wenn ich hier gelb plus gebe, gebe ich hier ins Grün rein. Und wenn ich hier reingehe, ja, dann wird das mir ein bisschen zu kitschig, muss ich sagen. Also ich würde sagen, nicht zu viel. Diesen Bereich sollte reichen, aber das könnt ihr selber entscheiden oder ihr lasst das einfach so stehen. So, ich entscheide mich jetzt hier dafür, in diesem Bereich zu bleiben, ja, und dann sollte das eigentlich Genüge tun. Und dann gucken wir nochmal uns die Sättigung mal an, dass ich die grünen Bereich ein kleines bisschen zurücknehme und die Luminanz dafür ein kleines bisschen anhebe. Ja, so. Und gelb auch. Nicht ganz so viel, aber so in etwa. So, das sollte reichen und jetzt geben wir uns einfach das Bild wieder zurück zu Lightroom. So, Bild ist wieder zurück in Lightroom und jetzt müssen wir uns um die hellen Stellen nochmal kümmern. Das heißt also, wir gehen einfach in die Maskierung rein und hier unten werde ich jetzt definitiv einen linearen Verlauf nehmen, ja, dass ich hier unten in diesem Bereich auf jeden Fall die hellen Sachen rausnehme. Ja, so, das ist eigentlich ganz gut, ja, dass ich hier vorne ein bisschen mehr Schatten gewinne. Das ist völlig in Ordnung. So, jetzt nehme ich den Pinsel und werde jetzt ein bisschen die Schatten und hellen Töne ein bisschen rausarbeiten. Also hier in diesem Bereich und in diesem Bereich. Ja, wir haben ja vorhin schon ein bisschen vorgearbeitet, aber durch die Bearbeitung ist es eben halt nochmal ein bisschen, ja, noch ein bisschen mehr geworden und das müssen wir natürlich wieder korrigieren. So sieht das eigentlich schon sehr, sehr nett aus und so können wir das auch stehen lassen. So, jetzt gucken wir mal, ob wir das hier so lassen können. In dem Bereich, jawohl, dann brauchen wir jetzt keinen neuen Pinsel ansetzen. Und auch hier in diesem Bereich, da können wir auch hier ein
ein bisschen dunkler machen. So, jetzt nehme ich nochmal einen neuen Pinsel und werde auch die Bäume in diesem Bereich ein bisschen anpassen. Wir fangen mal im Hintergrund an. Also die Belichtung nehme ich jetzt hier auch wieder ein bisschen hoch. Also mal gucken, ob das gleich passt. Ja, dass ich also hier in diesem Bereich das ein kleines bisschen hervorhebe. Ja, ich würde sagen so. Auch hier den Baum ein bisschen hervorhebe. Hier diesen Bereich ein bisschen hervorhebe. Und das könnt ihr dann natürlich selber machen. Auch hier den Baum, ja, ein bisschen hervorhebe wieder. Der ist mir fast abgesoffen. Hier unten ein bisschen. Und diese drei auch. Und so kann man das hier unten erstmal stehen lassen. Ja, hier können wir, ah, das ist ein bisschen zu hell. Das werde ich wieder wegnehmen. Dann müssen wir doch einen neuen Pinsel nehmen. Und das heißt also, neuen Pinsel. Und dann würde ich sagen, kümmern wir uns dann erstmal um die Schattentöne. Dann markieren wir das hier mal ein bisschen. Das hier markieren wir ein bisschen. Das markieren wir ein bisschen. Das hier und das hier. Und das hier ein bisschen. Und nehmen hier die Belichtung minimal zurück, sodass wir hier ein schönes Schatten-Lichtspiel in dem Bild natürlich gewinnen. Ihr seht, das ist also keine künstliche Intelligenz, sondern es ist einfach ausgearbeitet, was schon in dem Foto vorhanden ist. Ich verstärke eigentlich nur ein bisschen die Schattenseiten und die Lichterseiten, ja, und gehe da einfach mal ein bisschen drüber, dass das Bild ein bisschen ausgewogener ist. Aber das ist natürlich dann auch alles ein bisschen Geschmackssache, ne? Hier unten können wir noch ein bisschen was wegnehmen. Das ist mir noch ein bisschen zu hell. Auch hier unten und auch hier. Und dann würde ich sagen, gehen wir hier nochmal drüber. Hier nochmal drüber. Und da nochmal drüber. Und dann sieht das eigentlich schon sehr, 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 sehr gut aus. Und ich würde sagen, so können wir das eigentlich schon stehen lassen. Und dann haben wir ein märchenhaftes Bild, was mir eigentlich sehr, sehr gut gefällt. So, dann gehen wir nochmal die Kalibrierung nochmal rein und gucken mal, ob wir hier noch ein bisschen Bums reinkriegen. Jawohl, so ein kleines bisschen ist gar nicht so schlecht. Und dann können wir das zumachen, geben noch einen kleine Vignette hinzu, so minimal. Und das sollte es dann auch gewesen sein. So, zum Rahmensetzen gehe ich dann wieder in Photoshop. Also ihr seht, ich mache das alles von Lightroom aus, weil das eben halt für mich sehr einfach ist. So, Bild ist im Photoshop geöffnet. Wir gehen auf Dokumentenfarben konvertieren. Und ich habe hier in Photoshop schon mal feste Rahmen angelegt, das heißt, die sind hier gespeichert. Auch da gibt es ein Video drüber, einfach bei mir in die Playlist reingucken. Ja, wir nehmen jetzt einfach mal einen 10mm Rahmen und gehen einfach auf Play und dann setzt Photoshop den Rahmen automatisch so drumherum. Ja, und wenn das jetzt nicht gefällt, dann können wir die Farbfüllung nochmal ändern. Wir gehen hier unten drauf und ändern die Farbfläche und sagen, meinetwegen, ja, ich mache es jetzt, das sieht ganz gut aus. Ja, dann können wir hier OK drücken. Und jetzt machen wir die Kontur. Und bei der Kontur, damit ihr das hier seht, setze ich die schwarze Farbe als weiß rein. Und dann kriege ich einen sehr, sehr schmalen Rand. Ihr habt das also hier gesehen. Und dann kann ich OK drücken. Und das reicht dann auch völlig aus und dann gehen wir auf Speichern und geben das Bild wieder zurück zu Lightroom. So, Lightroom angekommen. Ihr seht also, ja, habe ich einen Rahmen jetzt hier drin und dann können wir auch mal wieder in die Bibliothek reingehen und ihr seht also, wir haben das Bild jetzt fertig entwickelt. Es ist also ähnlich geworden wie das andere Bild. Ja, ich mache es mal so rum. Das ist das erste Version, die ich gemacht habe und die habe ich jetzt mit euch zusammen gemacht. Ja, das soll es dann von meiner Seite gewesen sein.
Und ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt und konntet ein bisschen was lernen, ja, und ein bisschen was sehen. Und so kommen wir dann zu solchen märchenhaften Bildern. Mich hat es wieder gefreut, dass ihr wieder dabei gewesen seid. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Wahrscheinlich dann im Livestream oder wenn wir wieder draußen unterwegs sind. Bis dahin, euer Pierre. Bye bye.